Hallo und willkommen zurück zu Faster Than Light, wo wir immer noch mit der Adjudicator unterwegs sind. Und wir sind, glaube ich, so weit in den nächsten Sektoren zu springen. Und da hatte jemand gesagt, ja, springen wir doch mal in den Abandoned Sektor, also den Verlassenen. Und da freue ich mich drauf, denn den habe ich noch nicht gesehen, den würde ich mir mal gerne ansehen. Und ja, es ist ja schon wieder ein Monat her, seit ich hier was hochgeladen habe. Aber es gibt ein paar gute Neuigkeiten. Ich habe mich mit dem Lurch getroffen. Wir haben ein paar Dinge aufgenommen, unter anderem Metal Slug und Amnesia. Und die wird es die nächsten Tage dann hier im Kanal geben. Und da wir da einiges schon aufgenommen haben, wird es dann auch erstmal regelmäßig wieder Sachen geben. Auch wenn das vielleicht nicht unbedingt Faster Than Light ist. Da muss ich mal schauen, wie ich das schaffe. Aber es gibt was, das ihr euch ansehen könnt, wenn ihr euch das ansehen möchtet. Ja, auf jeden Fall sind wir hier im verlassenen Sektor, in dem es jetzt auch nicht viele Zeichen von anderem Leben gibt. Wir haben hier aber direkt einen Laden, das finde ich interessant. Wir sollten aber vielleicht schauen, dass wir erstmal einkaufen. Aber nicht einkaufen, erstmal erkunden, aber der Laden liegt einfach so blöd, dass wir hier komplett rumfliegen müssten, um wieder zum Laden zurückzukommen. Von daher springe ich jetzt direkt zum Laden und bin mal gespannt, was wir hier so finden. Ja. Hier gibt es Crewmitglieder. Okay, hier könnte man. Oh, das sind interessante Sachen. Also hiermit, das ist wieder so eine Backup-DNA-Bank, die dann halt die DNA-Daten für den Clone Bay speichert. Der Explosive Replicator hat eine 50-prozentige Chance, dass man Raketen nicht verbraucht, wenn man sie schießt. Und dann haben wir hier. Ah, dann haben wir noch so ein Soltan-Schild-Bypass. Der kann Superschilde umgehen, um die Crew oder Bomben an Bord des anderen Schiffes zu teleportieren. Auch wenn ein Superschild noch oben ist. Hier haben wir noch eine Backup-Batterie. Wir haben leider das Systemlimit erreicht. So ein Crew-Teleporter wäre natürlich super. Ich glaube, da geht gar nichts mehr. Ja, wir haben Mind Control, wir haben hier die Hacking-Drohne. Ich glaube, da haben wir einfach so alles, was wir benutzen können. Dann sollten wir aber vielleicht zumindest hier den kompletten Treibstoff holen. Reparieren brauchen wir nichts, das ist gut. Drohnenteile, na, Raketen und Drohnenteile, das sieht gut aus. Jetzt könnte man noch überlegen, sollen wir ein Crewmitglied mitnehmen? Aber ich glaube, auch da ist eigentlich alles gut. Die Backup-Batterie brauchen wir, glaube ich, nicht. Nee, brauchen wir nicht. Das heißt, wir springen erstmal weiter. Wir haben drei Schildschichten, das ist schon mal nicht so schlecht. Und hier haben wir ein Notsignal, das möchte ich mir mal anschauen. Ein Mantis-Chip in dem System sieht so aus, als wäre der Notfallsender nicht funktionstüchtig oder würde eine Fehlfunktion haben. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ein Lanius-Schiff ihren Rumpf abbaut und deren Subsysteme. Es sieht nicht so aus, als würde das Mantis-Schiff länger aushalten. Wir können dann einfach mal das Schiff angreifen und das lohnt sich wahrscheinlich auch. Ja, Lanius sind jetzt so diese Rasse, die dann irgendwann mit der Advanced Edition da irgendwie rausgekommen sind, was ich ja selber noch nicht viel gespielt habe. Die brauchen keinen Sauerstoff und auf die treffen wir hier jetzt mal. Es sieht nicht so aus, als hätten sie uns bisher festgestellt, bemerkt, aber sie werden es bestimmt gleich. Und wir greifen einfach mal das Schiff an. Erstmal Pause. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Mit zwei Schildschichten kann man noch ganz gut mit dem Ionenblaster arbeiten. Aber dem müssen wir ja noch. Das reicht ja, wenn wir den starten.
sobald unser Halbert Beam auch aufgeladen ist. Das heißt, wir lassen das Ganze ein bisschen aufladen. Natürlich laden bei denen auch die Waffen auf, aber ich hoffe einfach mal, dass unser Zoltan-Schiff uns lang genug beschützt, damit wir da durchkommen. Sollte ja eigentlich klappen. Da ist unser Ionenblaster auf jeden Fall schon einsatzbereit. Jo. Okay, die Laser schießen zum Glück nur einen Schuss. Das heißt, es sieht doch alles ziemlich gut aus, was hier so passiert. Dann kann ich jetzt pausieren, um den Ionenblaster hier mal am besten auf den Schild zu legen. Und mit dem Halbert Beam sollte ich versuchen, hier möglichst viel Schaden an möglichst vielen Systemen zu machen. Wenn wir den Antrieb mitnehmen, kommen wir vielleicht an 5 Systeme ran. Ne, ich glaube maximal 4. Aber dann sollten wir zumindest auch 4 Systeme mitnehmen. Na, das ist wieder schon, das ist schon wieder so eine Pixelgeschichte. Aber es muss gehen. Na komm schon. Und ansonsten nehmen wir hier einfach mal Antrieb. Wobei ich glaube, es wäre. Ja, dann machen wir es so. Dann haben wir 4 Räume und nehmen halt das auseinander, womit die fliegen können. Und das, womit die schießen und sich verteidigen können. Ah, ich hätte warten müssen, bis der Ionenblaster schon durch ist. Das war jetzt blöd gemacht von mir. Das heißt, wir müssen nochmal eine Runde warten, bis alles aufgeladen ist. Und dann dürften die auch schon durch unseren Zoltan-Schild durch sein. Wobei wir ja gerade gut ausweichen. Ich glaube, wir hatten auch ein bisschen was in unseren Antrieb investiert. Ja, ein bisschen was. Da wollten wir ja auch ein bisschen mehr noch investieren. Wen haben wir da denn stehen? Das ist der Bertmet. Ja, der ist beim Antrieb doch schon ziemlich advanced, was das angeht. Da dürfte das mit dem Ausweichen schon ganz gut klappen. Genau, und jetzt ist auch unser Halbert Beam durch. Wir machen guten Schaden und damit sollte die Schlacht dann auch bald entschieden sein. Unser Zoltan-Schild ist jetzt auch erledigt, aber das ist an diesem Punkt dann nicht mehr ganz so tragisch. Okay, die Schilder haben die scheinbar wieder repariert, aber mit den Ionenstrahlen kann man, oder mit dem Ionenblaster, kann man die ja ganz gut unten behalten. Ja, wir brauchen auch definitiv hier nochmal ein bisschen Energie für unsere Waffensysteme, damit wir da noch zusätzlich Bomben oder was auch immer wir dann in einem Laden noch bekommen können, mitbenutzen. Gut, das Cockpit wäre komplett hinüber, der Schild und die Waffen haben auch gut einen weg. Ist das hier eine Bombe? Oder ist das so ein Flak-Ding, das Schrott irgendwie schießt? Ja, das ist so ein Flak-Ding mit Schrott, das hat auch direkt alle Schildschichten erledigt. Aber wir haben scheinbar keinen Schaden genommen, weil doch noch genug irgendwie vorbeiging. Und da haben wir das. Sehr gut. Ja, das war unser erster Kontakt mit den Lanius. Und wir bekommen guten Schrott. Dann kontaktieren wir die Mantis nochmal oder direkt und das Schiff hat zu viel Schaden genommen, es gibt keine Überlebenden und dann nehmen wir einfach mal die Ressourcen, die es in dem Wrack noch so gibt, mit. Und da haben wir einiges an Schrott bekommen. Da könnten wir direkt upgraden, aber ich glaube, das lohnt sich gerade noch nicht. Wir sollten erstmal schauen, wo wir hier noch lang springen können. Und jetzt sehe ich natürlich erst, da kommen wir nicht hin. Das heißt, das wird eine sehr gefährliche Route. Wenn wir jetzt zum Laden springen und dann zurück, dann sind wir definitiv bei den Rebellen. Danach müssen wir wahrscheinlich nochmal gegen die Rebellen kämpfen. Das heißt, wenn ich jetzt nichts Gutes hier aus dem Laden mitnehme, sollte ich möglichst meinen gesamten Schrott auch verbrauchen. Das mache ich auch. Ja. Da müssen wir uns was überlegen. Also am besten wären noch 2 in die Waffen. Dann können wir alle Waffen benutzen, die wir hier haben. Das werden wir wahrscheinlich jetzt auch brauchen. Dann sind aber auch nur noch 50 Schrott übrig, ne? Und die könnte man ja vielleicht hier in Hacking oder Mind Control investieren.
oder noch einen Antrieb. Aber da fehlt uns dann Energie. Ja, dann investiere ich noch einen da rein. Und dann sorgen wir jetzt auch dafür, dass dann alle Waffen aufgeladen werden. Was haben wir hier? Eine S-Bombe. Was macht die denn? Sie könnte Feuer machen. Das ist ja gar nicht verkehrt. Okay. Ja, schauen wir mal, was das ergibt. Oh, das... Oh, ich glaube, wir haben hier 3, 4... Also 1, 2... Da könnten wir nochmal gegen die Rebellen antreten. Da habe ich, glaube ich, Mist gemacht, weil ich nicht geguckt habe, ob ich da nach rechts rüberkomme. Ja, sind wir mitten in der Rebellenflotte. Jo. Oh, die haben auch 3 Schildschichten. Das heißt, ich muss schauen, dass ich hier mit allen Waffen den Schild kaputt bekomme und dann mit dem Halberd Beam vielleicht möglichst viel Schaden mache. Ich glaube, so funktioniert das. Mind Control müsste ja jetzt schon gehen. Dann nehme ich doch hier den Typen im Schildraum. Und mit dem Hacking Tool kann man eigentlich auch mal an den Schild gehen, oder? Dann schalten wir doch den Schild einfach mal ab. Ja, die Raketen, die die schießen, gehen hier natürlich schon ziemlich stark auf unsere Schilde, aber ich glaube, auch wenn es jetzt ein paar Ressourcen, was Raketen und so betrifft, kostet, ist das schon keine schlechte Methode, um die hier wegzuschießen. Und wir dürften wahrscheinlich irgendwie auch noch... Was ist ASB? Okay, die Anti-Schiff-Batterien der Flotte schießen auf uns. Das ist ja nicht gut. Das heißt, wir müssen hier schnell weg. Das heißt, vielleicht ist es hier auch gar nicht mein Ziel, die jetzt abzuschießen. Vielleicht versuche ich einfach nur wegzuspringen. Als Belohnung gibt es dann ja sowieso nur einen Treibstoff. Das heißt, wir springen hier jetzt direkt in den nächsten Kampf gegen die Rebellenflotte. Und wir müssen reparieren. Ja, wir werden auf jeden Fall angegriffen. Und dann schicke ich den mal damit rüber, damit wir reparieren können. Denn im Moment ist nur unser Halberd Beam oben. Oh, wenn ich clever wäre, würde ich vielleicht einfach mal eine Schilddrohne benutzen. Die dürfte uns ja doch gut helfen. Mit den Ionen versuchen wir dann auch hier wieder vielleicht die Waffen auszuschalten, wobei wir wahrscheinlich gar nicht so weit durchkommen werden. Aber wir müssen ja nur lang genug überstehen, damit wir hier weiterspringen können. Oh, die haben Strahlenwaffen, die schmelzen Schilde natürlich ziemlich stark weg. Und auch hier haben wir wieder dieses ASB. Oder diese Anti-Schiff-Batterien. Ja, jetzt während wir die Schilddrohne benutzen, haben wir natürlich für unsere anderen Waffensysteme keine Energie mehr. Aber ich glaube, Schilde und Ausweichen ist momentan wichtiger als zurückzuschießen. Und auch das hätten wir erstmal überstanden. Oh, das ist die Frage. Also von hier aus kommen wir nach dahin, das ist schon mal gut. Es könnte natürlich sein, dass wir jetzt wieder in die Rebellenflotte rutschen. Aber scheinbar nicht. Dafür treffen wir hier irgendwie Piraten. Das Piratenschiff, das diesen Sektor patrouilliert, ist fleißig. Die Trümmer, mehrere Rebellenaufklärer und mindestens eines zivilen Schiffes. Liegen in der Gegend rum.
Willkommen, willkommen. Da ist noch Raum für, oder wir haben Platz für einen weiteren. Der überselbstbewusste Pirat begrüßt dich und lädt seine Waffen, während er sich auf dich zubewegt, um anzugreifen. Jo. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal mit dem Hacking-Tool hier auf sein Schiff. Und übernehmen auch einfach mal hier so einen Mantis-Dude. Fangen wir an, am Schild rumzulutschen, mit dem Ionenblaster da drauf zu schießen. Und der Halberd Beam kann dann hier möglichst an 4 Systemen Schaden machen. 4 Stück kriegen wir da doch bestimmt hin. Da. Ach, jetzt hat er noch eine Schildschicht zu viel. Scheinbar haben wir mit dem Hacking-Tool nicht schnell genug feuern können. Das heißt, wir benutzen einfach hier auch noch Bomben, um das zu beschleunigen. Oh, das ist interessant. Die beiden sind fast hinüber. Das heißt, vielleicht sollte ich die Bomben doch nicht benutzen. Nee, die schalte ich mal ab. Dann spare ich mir da noch Ressourcen und dafür benutze ich dann gleich nochmal Mind Control und sollte darüber guten Schaden zufügen können. Wir haben ja gute Schilde, die einiges aushalten. Dann kann man das mal machen. So, Mind Control braucht noch ein bisschen. Mit dem Hacking Tool könnten wir jetzt natürlich noch ein bisschen rummanipulieren. Machen wir vielleicht auch. Das Drohnenteil haben wir ja sowieso schon verloren und das bei denen da am Schiff hängt. Und dann möchte ich einfach mal den Typen übernehmen und ich glaube, der kann dann die beiden anderen auch besiegen. Ach, die müssen sich erstmal in den Raum reinkämpfen, das ist ja auch interessant. Natürlich, die Türen werden ja verschlossen, wenn man das Hacking-Tool an so einem System dran hat. Naja, und der haut jetzt von innen den Schild kaputt. So, dich können wir wieder dahin zurückbewegen. Du bist ja gerade nicht mehr am Reparieren. Ja, die Kämpfe dauern jetzt vielleicht ein bisschen lang, aber es scheint eine relativ sichere Sache zu sein, das so zu machen. Na, mein Control ist jetzt natürlich vorbei und der Schild wird wieder repariert. Das hat dann wohl doch nicht so viel gebracht. Na, zumindest haben wir den Schild zu langsam unten, aber ich glaube, es hätte sich mehr gelohnt. Also ich lutsche jetzt nochmal am Schild ein bisschen rum, dann kommen wir zumindest mit dem Halberd Beam gleich durch. Aber ich glaube, es hätte sich mehr gelohnt, einfach nur mein Control hier zu benutzen. Und das werde ich dann in den nächsten Kämpfen mal ein bisschen probieren, ob man nicht einfach die feindlichen Crews sich selber auseinandernehmen lassen kann. Okay, das Schiff lädt seinen FTL-Antrieb auf und versucht wegzufliegen. Cockpit haben wir aber schon ziemlich zerstört. Das heißt, da passiert erstmal nichts. Natürlich versucht er hier den Schild zu zerstören. Aber mit Mind Control sage ich einfach mal, nö, Junge, ist nicht. Die Tür haben wir hier schon wieder zu. Das heißt, er kommt da nicht rein. Und wenn gleich der Halberd Beam da ist, dann sollte das Ganze gegessen sein. Wobei, dann ist der Schild vielleicht da oben. Hat gerade so gepasst. Sie wollen aufgeben, aber vom Piraten nehmen wir das natürlich nicht an. Wir wollen das Schiff lieber zerschrotten oder verschrotten und dann auch alles bekommen, was wir dafür irgendwie kriegen können. So, damit wäre das Schild erstmal hinüber. Mit dem Hacking-Tool können wir da gleich wieder dran rumlutschen. Und man sieht hier auch, die brauchen ziemlich lange, um das zu reparieren. So, der Halberd Beam kommt gleich, da möchte ich den Schild auslutschen. Und dann sollte das funktionieren. Sehr schön. Also man hat schon sehr viele Möglichkeiten, wie man an dieses Camp rangeht. Und mit dem Setup, auch wenn das vielleicht nicht optimal ist, was wir im Moment haben, sieht man doch schon, auch damit lässt sich einiges machen. Dann versuchen wir jetzt endgültig aus der Reichweite der Rebellen rauszuspringen und erstmal in Sicherheit zu kommen. Okay, irgendwas passiert hier wohl. Ein Händler ist beim Lanius-Transporter angedockt. Du benachrichtigst sie, um zu fragen, ob sie Hilfe brauchen.
Aber es stellt sich heraus, dass sie Studien angestellt haben über die Fähigkeiten der Lanius, Metall zu verformen. Da fragen wir doch mal nach. Sie erwidern, wir haben nicht die blasseste Ahnung, wie das funktioniert. Sie scheinen einen Teil ihres Körpers in das Metall zu schmelzen und es dann zu verformen. Sie waren dazu bereit, ihre Fähigkeit zu demonstrieren. Wenn du einiges an Extrametall hast, könnten sie das in irgendwas konvertieren. Das ist interessant. Wir könnten eine Waffe nehmen für 50. Das wäre bestimmt keine schlechte Waffe. Oder halt eine Drohne. Die wäre bestimmt auch nicht schlecht. Ja, wir haben aber schon eine Schilddrohne. Drohne oder Waffe? Ich glaube, ich entscheide mich für. Ich glaube, ich entscheide mich für eine Drohne. Und wir bekommen eine Anti-Schiffstrahlendrohne. Naja, sie verformen halt das Metall und stellen damit diese Drohne her. Jetzt will ich mal gucken, was die Drohne so kann. Sie braucht 3 Energie, damit habe ich schon gerechnet. Und das ist schon interessant. Also vielleicht will ich die mal ausprobieren. Das Ding mit der ganzen Geschichte ist halt, man muss erstmal durch den gegnerischen Schild durchkommen oder den Schild so weit abbauen, damit Strahlenwaffen auch tatsächlich Schaden machen. Naja, und dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich dann für heute auch Schluss. In der nächsten Folge springen wir weiter. Und ich glaube, viele Wahlmöglichkeiten, wo wir hinfliegen, gibt es für euch nicht mehr. Es gibt, glaube ich, jetzt nur noch irgendwie festgelegte Sprünge bis zum Ende. Aber mal schauen, wie das Schiff sich da schlagen wird. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.